Natürlich hätte ich tatsächlich gerne eine Techstadt mit Monument, aber das müssen wir dann wohl oder übel hier lassen, weil das eben nicht geht. Blöderweise. Weil man die ja nicht... Ja, ihr wisst, was ich meine. In Helios brauche ich Energie. Ich habe... Das Atomkraftwerk läuft nicht, oder was? Registriere Explosion im Forschungslabor. Alter. Warnung. Wollt ihr mich verarschen? Produktion gestoppt. Leute. Was könnt ihr? Ehrlich. Oh mein Gott, sind das unfähige Leute manchmal hier. Und mit sowas muss man zusammenarbeiten. Schlimm. Hier mal kurz die Häuserplätze, die ich durch Feuer oder so verloren habe, kurz wieder aufstocken. Habe ich immer vergessen irgendwie. Und dann läuft das alles eigentlich. Jetzt habe ich nur kein... Doch, Werkzeug habe ich sogar noch. Warum kann ich den nicht aufsteigen lassen? Ach, kein Carbon. Deshalb. Hätte ich mir denken können. So. Du Was kann nimmst SAAT jetzt mal... Für Sie tun? Der hat kein Kerosin. Na toll. Super. Klasse. Wie bekomme ich jetzt Kerosin her? Am blödsten? Kann mir das meiner erzählen? Das heißt, ich werde hier wohl das auf Einkauf setzen müssen und hoffen, dass einer, mir das verkauft. Kann ich ja kurz mal hier... Geld habe ich ja genug. Einfach mal auf Vollgas Geld hier geben. Das läuft wieder. Wunderbar. Unfall abgewendet. Und du nimmst jetzt mal eine Ladekammer voll Carbon mit. Neues Fahrzeug. Davon laden wir gleich mal hier ein paar rauf. Hier eine Ladekammer und dann auf natürlich auf Venera oben. Dum, 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 dum. Ja, genau, rüberladen wollte ich. Ich bin so verpeilt momentan, ist echt der Wahnsinn. Gut, ich war schon mal mehr, aber egal. So, jetzt habe ich wieder ein paar Einheiten. Und zwar kann ich jetzt mal die Explorer und die Potwal, super intelligenter Name übrigens, den kleineren Routen zuweisen. Der zum Beispiel. Muss ich nur dann darauf hoffen, dass die... Ach, egal. Da schaue ich mal noch. Die seltenen Erdmetalle mit drauf. Muss ja auch sein. Champagnerroute. Kommt jetzt auch ein so ein Schiff rauf. Dann kann ich mal die beiden hier oben eigentlich löschen. Wenn die Route noch einmal da war und abgeladen hat sozusagen. Okay, so viele Diamanten lasse ich mal nicht einfach so vergammeln. Die kommen jetzt zum Devi und werden verkauft. Und du mit deiner Route... Hier habe ich noch zwei Containerschiffe stehen, was zur Hölle. Kommst weg. Habe ich noch irgendwo eine große Route? Hier Fast Food Schmuck und... Muss ich mal anständig benennen hier. Fastfood-Schmuck und Pillen. Wird das denn... Habe ich denn da Überschuss an irgendwas? Nicht, dass das hier nicht richtig abgeliefert wird. Fastfood. Schmuck habe ich keinen Überschuss. Dafür aber ein Gold- und Biopolymer. Na toll. Super. Also das passt mit der Route. Wobei ich da eigentlich auch einen Trimaran raufsetzen könnte. Fahrzeug fertiggestellt. Zum Beispiel die Pandora. Dann kommt der die Seeteufel 2 jetzt weg. Hallo? Lädst du nicht? Achso, du willst gerade rüberfahren. Okay. Kannst du machen. Habe ich jetzt nicht... Habe ich jetzt nix Problemski mit. Dann wird das schneller hier. Und du darfst verkaufen. Willkommen bei SAAT. Nun denn, und weg mit dir. Dann wird das langsam alles hier. Der Trimaran ist schon am Start. Der fährt schon. Hier haben wir nochmal einen Trimaran. Aber der ist, glaube ich, nur hier für Ding da. Zur Deko. So. Nicht eskortieren, bitte. Hat mir jetzt hier einer Kerosin verkauft? Nicht zufällig, oder? Doch, cool. Da kann ich hier wenigstens mal 3 Stück in Auftrag geben. Muss ich halt warten, bis demnächst wieder mal Kerosin da ist. Und jetzt ist hier auch noch... Leute, was könnt ihr eigentlich? So. Wissen ist Macht. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 5000 Forscher erreicht. Wunderbar. Freut mich. Registriere neues Fahrzeug. So, noch ein Trimaran fertig. Das heißt für uns, wieder mal Routen umstellen. Hier haben wir schon Trimarane. Hier haben wir ein großes Schiff, das brauchen wir auch. Konstruktion finalisiert. Hier haben wir einen Trimaran. Hier haben wir die Teile.
Ja, okay, das kann man auch mit Trimaranen machen. Brauche ich halt einen Haufen für. Die Walross darf das jetzt mal übernehmen, die erste Funktionsessenroute. Seeteufel wird gelöscht, die ist gerade bei Venera. Darf aber natürlich ausladen. Warnung. Ach, hier haben wir Kerosin drauf, warum das? Gestoppt. Solchen Gefahr eingedämmt. Wunderbar. So. Nicht genügend Baumaterial, okay. Ach so, Werkzeug fehlt. Na toll. Das war so klar. Wisst ihr das? Und ich habe übrigens eine E-Mail bekommen, sagt mir mein Handy gerade ganz dezent durch Blinken. So, jetzt nehme ich mir hier mal wieder Werkzeug mit. Warum wird hier eigentlich nichts mehr produziert? Habe ich das pausiert oder habe ich hier keine Werkzeugproduktion mehr? Ich hatte doch hier immer eine Werkzeugproduktion, oder? Bin ich jetzt doof? Hier ist doch Werkzeugproduktion, aber scheinbar haben wir unsere Werkzeugproduktion ein bisschen überstrapaziert. Das wollte ich natürlich auch nicht unbedingt. Ja, natürlich wird nebenbei für die Route nach Helios oben auch noch was abgeholt. Warum läuft das AKW nicht an? Keine Energie. Ach, deshalb wird nichts produziert, oder was? War hier keine... Toll. Superklasse gemacht. Super toll gemacht. Ja, so viel zum Thema. Ich baue mal kurz. Ich habe hier eh sowieso noch... Ach, wieder 2275 muss ich kurz die provisorischen... Teile hier wieder hinstellen. Schlimm, 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 schlimm. Jetzt muss ich hier mal kurz, auch wenn es jetzt uneffektiv ist, aber ich hoffe, das reicht jetzt noch irgendwie mal. Hier habe ich, da ist noch Platz für eins. So, das sollte laufen. Dann sollte auch die Dingens hier wieder Energie bekommen. Ja. Dann sollte das tatsächlich funktionieren, endlich mal. Und das AKW sich endlich mal hier zum Laufen... Und dann sollte das AKW endlich mal anlaufen hier. Mein Gott, schlimm. So, du darfst wieder ausladen. Wie das gleiche Spiel von vorne. Habt ihr eigentlich schon fertig erforscht? Nicht, okay. Wir braucht noch ein paar Arbeitsdrohnen. Okay, gut zu wissen. Was brauche ich denn für dieses Schwerwasserkühlsystem noch? 75 Tonnen Carbon und 115 Tonnen Mikrochips. Die muss ich mir so oder so mal holen. Also holen wir uns mal ein bisschen Carbon ab. Das wird ja hier Gott sei Dank noch einigermaßen produziert. Hoffe ich mal. Naja, auch nicht wirklich viel, blöderweise. Was zur Hölle? 722 Tonnen? What the fuck? Ach du Scheiße. Okay, bisschen Überproduktion, würde ich sagen. Von dem meisten Zeug hier eigentlich. Das ist natürlich suboptimal. Was wollte ich jetzt noch mitnehmen? Mikrochips habe ich hier aber nicht. Weil, Baum. Hat der hier denn derart Mikrochips, aber nur 15 Tonnen? Na toll. Muss ich auch einkaufen. Weil ich leider nirgends mehr Überproduktionen habe für die Mikrochips. Naja, geht ja mal kurz. Habe ich denn schon wieder neue Trimarane gebaut? Mir wäre gerade einer, der Canopus, warum auch immer der so komisch heißt. Warum habe ich jetzt in meiner Schiffsliste gerade ein Schiff von Zokov gehabt? Seltsam. So, Canopus darf jetzt hier fahren, die Passat wird gelöscht. Also nachdem sie einmal diese Route noch zu Ende gefahren hat. Und weg mit dir. So. Ach ja, du warst ja, glaube ich, gerade hier Mikrochips einkaufen, genauso wie Carbon. Wir können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Wir sind ja Gott sei Dank noch fett im Plus. Das haben wir ja in ein paar Minütchen wieder drin, das, was wir hier ausgeben. Es ist ja ganz gut so. Die produzieren fleißig. Der ebenfalls. Wunderbar. Danke. Damit haben sie mir sehr geholfen. Action halt. Ja, sie haben meinen Auftrag in den letzten 10 Sekunden vor Ablauf abgeschlossen. Ah ja, cool zu wissen. So.
Sollte das jetzt endlich mal anlaufen hier oder wird das nichts mehr? Oder holt sich das alles das? Nö. Ja, immer der Scheiß hier mit dem Zeug hier. Das ist echt der Wahnsinn. Scheiß mit dem Uran. Das regt mich auf, die Produktionskette, ehrlich. So, jetzt haben wir aber unsere Produktion hier tatsächlich übelst überstrapaziert, habe ich das Gefühl. Komisch. Was haben wir denn? Ach du Scheiße, wird hier viel verkauft. Mikrochips verkaufen, seid ihr verrückt? Carbon verkaufen, seid ihr verrückt? Kupfer verkaufen, seid ihr verrückt? Tee brauche ich auch nicht verkaufen, weil wir drüben sowieso Mangel haben bald. Bauzellen, ja cool, ich verkaufe ja alles, ist schon klar. Oh, die hat mir Mikrochips verkauft, super. Dann habe ich das schon mal erfüllt. Brauche ich eigentlich nur noch das Carbon, das hier bald ankommen sollte. Und die beiden Items hier. Oh, da brauche ich 6 von. Ach du Scheiße. Fertiggestellt. Was zur Hölle? Aber ich habe ja noch ein paar Forschungslabore. Gebe ich hier auch nochmal 3 in Auftrag. Wie viel habe ich denn eigentlich jetzt? Kerosin? Wahrscheinlich wieder nicht sonderlich viel, oder? So, den Trimaran lasse ich mal hier. Das wird mein Standby-Trimaran. Kennt ihr ja noch, die Standby-Trimarane. Und dann schaue ich mal, ob das läuft. Achtung! Explosion auf Ölplattform. Oh, na toll. Gefahr einer Ölpest. Das war so klar. Ich nehme wieder mal meine Viper. Viperchen, du bist Warnung. Wieder mal am Start. Produktion gestoppt. Ich mache das jetzt hier oben aber kurz mal anders. Schnapp dem hier 2 weg. Gib dem hier noch einen und den hier noch einen. Dann geht der schneller. Der hat noch 2, dann bekommt der hier auch noch 1. Oder auch nicht, weil ich keine Munition habe. Na toll. Klasse, wo bekomme ich jetzt Munition her? Von Handeln wahrscheinlich. Super. Toll. So, bitte einmal löschen. Wunderbar. Danke sehr für Ihren Einsatz. Sie dürfen wieder zurückfahren. Oder warte mal. Da. Schnell, hier hin. Die Firma Munition sagt, hat er leider nicht. Vielleicht der Trenchy? Alles im Lot? Jupp, der Munition. Wunderbar. Trenchy, du bist mein Freund. Du bist zuverlässig. Einwandfrei. Jetzt müsste nur mein Schiff ankommen. Das könnte jetzt etwas dauern. So, hier habe ich jetzt dann bald alles am Start. Also es dauert natürlich noch ein bisschen mit den Forschungen allem drum und dran. Das dauert ja alles aller irgendwie ständig 3000 Jahre hier. So, mein Schiff ist bei Trenchy. Was steht an? Hand drauf. Dann kommt die Munition gleich hier oben hin. Kann ich sie gleich nutzen und die letzte Komponente in Auftrag geben hier. So, jetzt haben wir inzwischen alles, außer diese beiden Komponenten, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich wiederhole mich mal wieder. Es gehört auch zu deinen Pflichten, uns zu unterstützen. Lieferung möglichst rasch transportieren. Ja, bitte an Bord nehmen. Wo muss ich hin? Du wirst die Angelegenheit regeln. Was ist das nochmal für eine Quest? Ach ja. Oh, da habe ich jetzt minus 26.000 für Handel. Na toll. Produktion gestoppt. Gut gemacht, lieber Code Red. Gut gemacht. Bleib dran. Nichts ändert. So, wo muss ich jetzt hin? Da oben rauf zu Trenchy. So, das haben wir. Jetzt kann auch die letzte Entwicklung hier starten. Für eine Filteranlage oder was das ist. Wartungseinheit, Entschuldigung. Dann darf ich jetzt leider nichts aufsteigen lassen gerade. Verschlechterung der Ökobilanz. Weniger aussieht die Ökobilanz, ist mir egal. Habe ich kein Problem mit. Warum zur Hölle habe ich hier eigentlich so viel Energie? Modulentwicklung abgeschlossen. Ach, deshalb. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Warum habe ich so viele Teile hier stehen? Ich schau da mal wieder ab. Mein Gott, das ist doch völlig übertrieben. So, besser. 33 Energie hört sich doch besser an hier. Mein Gott, habe ich einen Überschuss. Völlig ineffizient mal gebaut hier. Habe ich ebenfalls so viel Energie. Was brauche ich die denn alle? Braucht doch gar nicht so viel Energie. Schön.